KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Nicht schlecht, die Kerbe. Schlampig. Wo schluckt er? 30 Liter? Ja, zum Tankwagen hinterher fahren. Ich hab mein Handy im Wagen liegen lassen. Guten Tag, Krass von der Kripo. Vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Bitte. Mein Kollege Nasewand. Guten Tag. Kommen Sie bitte rein. Bitte, geradeaus. Also, haben Sie das Video? Ist dort, aber ich habe mir das Video jetzt noch einmal angeschaut, nachdem ich Sie angerufen habe. Ich weiß nicht mehr, ob das so eine gute Idee ist, die Polizei überhaupt. Ja, Sie haben genau das Richtige gemacht. Glauben Sie mir. Gut. Gegen Führer fordert 30.000 Euro. Sie werden sich wegen der Geldübergabe bei dir melden. Bitte, Papa. Das ist wirklich alles ganz genau so machen, wie Sie es sagen. Und bitte keine Polizei machen. Wissen Sie, Anna ist mein einziges Kind. Ich habe nur Sie. Vor 3 Jahren ist meine Frau verstorben an Leukämie. Das war ein Schock für uns alle. Und wenn jetzt auch noch meiner Tochter was passiert, dann weiß ich nicht, wie ich das... Wie mein Kollege bereits sagte, Sie haben alles richtig gemacht. Aber wie wollen Sie denn diese Typen fassen? Die Entführer wollen sich wieder melden. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Ihr Telefon überwachen und einen Kollegen hier abstellen. Herr Blenke, wir bräuchten dann auch noch von Ihnen Ihre Fingerabdrücke, also nur zu Vergleichszwecken. Sagen Sie mal, die DVD, kam die per Post? Es lag einfach im Briefkasten, in diesem Umschlag hier. Da lag sie. Danke. Keine Briefmarke, keine Anschrift. Wir haben sie direkt eingeschmissen. Kann es sein, dass die Entführer möglicherweise aus Ihrem direkten Umfeld kommen? Nein. Ich habe auch schon die ganze Zeit überlegt, aber ich weiß nicht, wer Anna so etwas antun könnte. Ich weiß es nicht. Gut, dann würden wir jetzt gerne das Zimmer Ihrer Tochter sehen. Ja, gerne, aber ich muss dazu sagen, dass Anna leider nicht mehr bei mir wohnt. Sie ist vor 3 Wochen ausgezogen. Wir hatten in letzter Zeit häufig Streit, weil nach dem Abitur, da hat sie nur noch rumgehangen. Sie hat von morgens bis abends geschlafen, dann ist sie abends unterwegs gewesen mit komischen Leuten und dann wollte sie auch noch eine Weltreise machen. Das wollten Sie wahrscheinlich nicht. Doch, ich hatte ja nichts dagegen, aber Anna dachte, dass ich selbstverständlich diese Reise auch noch bezahle. Ja, und weil Sie die Reise nicht bezahlen wollten, ist Ihre Tochter ausgezogen? Nein. Zu diesem Riesenkrach kam es erst später. Ich wollte mir einen alten Jugendtraum erfüllen und habe mir einen Sportwagen gekauft. Und als meine Tochter diesen gesehen hat, dann ist sie völlig ausgeflippt. Hat gesagt, für so etwas hätte ich also Geld. Und überhaupt, ich würde mich in meinem Alter völlig lächerlich machen. Fehlen nur noch die Ohrringe und die Goldkette und dann nennt sie mich Dieter. Herr Blenke, wohin ist Ihre Tochter gezogen? Zu der Tamara Stanidis in die Luisenstraße. Ich dachte, dann kommt sie von alleine zurück, irgendwann. Aber sie kam nicht. Und jetzt, wenn sie selbst wollen würde, sie könnte nicht mehr kommen. Das ist meine Schuld. Ich hätte mehr Verständnis. Sie müssen jetzt ganz ruhig bleiben. Wirklich ganz ruhig. Die Entführer werden Ihrer Tochter nichts tun, wenn wir uns an die Anweisungen halten. Die wollen doch was von Ihnen. Die wollen Ihr Geld. Aber was soll ich überhaupt sagen, wenn die sich melden? Ich weiß es nicht. Okay, Gerrit, ich bleib hier, bis der Kollege da ist. Ja. Gut, dann spreche ich mit der Freundin seiner Tochter. Herr Blenke, hatten Sie noch ein Foto von Anna? Natürlich habe ich das. Wir haben keinerlei Gegenstände in der Wohnung von Anna bei Ihnen gefunden. Hören Sie mal gut zu, das ist kein Spaß hier. Ihre Freundin wurde entführt. Ich habe ihr versprochen, nichts zu sagen. Sie wohnt gar nicht bei Ihnen, richtig?
Wo wohnen Sie dann? Bei Ihrem Freund. Ihr Vater hat nichts von einem Freund gesagt. Ich kenne ihn ja auch nicht. Anna hat mich vor 3 Wochen angerufen und gemeint, dass wenn ihr Vater sich bei mir meldet, soll ich sagen, dass sie bei mir wohnt. Frau Stanidis, das ist wirklich wichtig. Hat Anna in diesem Telefonat noch irgendwas erwähnt? Sie arbeitet jetzt wohl in einer Cocktailbar. In der Kaiserstraße. Aber mehr weiß ich wirklich nicht. Okay, gut, dann war's das erstmal. André, bringst du die Dame raus? Wiedersehen. Wiedersehen. Also, so viele Cocktailbars wird es in der Kaiserstraße nicht geben. Der Bericht der KTU. Also, außer den Fingerabdrücken vom Vater haben wir an der DVD und im Umschlag nichts gefunden. Hm. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja. Aber die Kollegen haben Hintergrundgeräusche aus dem Erpresservideo rausgefiltert. Ja, schieb die am besten mal rein. Sich an wie Jazz-Schmusemusik. Mhm. Warte mal, ich habe hier, glaube ich, gerade was gehört. Jazz, Kaiserstraße. Hier gibt's eine Bar, die spielen so eine Mucke. Da fahr ich gleich mal hin. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was high. Also von der Musik her passt es. Das kann ich Gutes tun. Kriminalpolizei. Ja, ist klar. Ja, ist in der Tat so. Okay, darf ich mal sehen mit dem Moment? Hey, nicht anfassen, okay? Moment, da kann ja jeder kommen und hier mit dem Marker rumwuchteln, oder? Was kann ich tun, die Herren? Anna Black. Kenn ich nicht. Sie soll ja arbeiten. Noch nie gesehen. Gut, dann möchten wir uns ganz gerne mal die hinteren Räumlichkeiten ansehen. Ich meine, wie stellen Sie sich das vor? Ich bin alleine hier. Muss ja sicher irgendeinen um die Gäste kümmern, oder? Ja, das kann ja ich machen. Bitte schön. Kommen Sie mit. Hallo. Ich bin von der Polizei. Haben Sie das Mädchen schon mal gesehen? Hallo. Kriminalpolizei. Kennen Sie das Mädchen hier? Die kleine Serviermaus. Sie kennen sie? Schön wär's, aber sie wollte halt nicht. Hast du dabei Feierabend? Soll er quatschen? Ich denke, wir könnten richtig Spaß haben. Aber für wen hältst du dich eigentlich? Denkst du nicht im Ernst, Dame könnte für mich kaufen? Voran kostet nichts. Bei mir schon. Wann war das? Vor 3 Tagen, Montag. Also, hinten die Räume sind sauber. Tja, habe ich Ihnen ja auch gesagt, dass es hier keine Anna gibt. Oh, Ihr Gast hier sagt aber was ganz anderes. Ja, okay. Sie hat hier gearbeitet. Ich habe sie vorgestern rausgeschmissen. Und wieso? Ja, weil ich die kleine Maus mit Koks erwischt habe. Und das dulde ich einfach nicht in meinem Laden. Sondern ist sie total hysterisch geworden und ausgeflippt und wollte auf mich los. Dann ist mir ein bisschen die Hand ausgerutscht. Ich meine, deswegen sind Sie doch hier, oder? Das Mädchen wurde entführt. Damit habe ich doch nichts zu tun. Haben Sie eine Ahnung, wo sie momentan wohnt? Also ich nehme an, bei Ronny. Ronny? Ja, Ronny Wimmer. Ihr Freund? Ich weiß nicht, ob es Ihr Freund ist. Es ist ein kleiner Dealer. Ein ganz komischer Kauz. Die hängen öfter miteinander rum, aber ob die da jetzt irgendwie näher miteinander, das kann ich nicht sagen. Ronny Wimmer heißt er. Die Kollegen vom Drogendezernat hatten schon öfter mit ihm zu tun. Meine Tochter wohnt bei einem Drogendealer? Ja, es besteht die Möglichkeit. Aber Wimmers Meldeadresse stimmt nicht mehr. Kokain. Ich verstehe das überhaupt nicht. Anna hatte mit Drogen nie was zu tun. Sie hat sich ferngehalten. Kollegen, so schnell habe ich euch gar nicht erwartet. Ich habe erst vor 10 Minuten angerufen. Was haben die Entführer gesagt? Ich habe es eben per Mail zugesandt bekommen von der Zentrale. Hören Sie gut zu und stellen Sie keine Fragen. Die 30.000 blieben morgen früh um 9:30 an einer kleinen Hütte im Stadtwald. Circa 5 Kilometer südlich von der B44. Wenn nicht, meinen Sie, dass dieser Drogendealer dahinter steckt? Es besteht die Möglichkeit. Wir werden ihn schon ausfindig machen. Wir haben ein paar gute Kontakte zum Drogendealer.